Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie versprochen geht es weiter mit RS4 Limo. Wir sind wieder fleißig am Basteln. Azubi ist am Start. Moin. Schweiß Azubi. Das ist ein Running Gag, ne? Ich muss auch nochmal ein Azubi-T-Shirt oder so machen. Nein. Im letzten Video haben wir ja gezeigt, in Vorbereitung vom Tank. Stimmt, ja. Hast einen richtig guten Tag gehabt hier, ne? Oh, ich will noch nicht so nah dran, ne? Wie oft setzt du hier ab? Viermal. Ja, wobei, man sieht es ja sogar eigentlich, ne? Einmal. Fünfmal. Zwei. Ja, nee, das waren die Punkte, ne? Du bist ja schon ein paar Mal gefunden. Genau, die Punkte spielen ja auch leider ein bisschen frei. Sieht so doch schon ganz schön groß aus. Ja. Wir sind jetzt natürlich Marios Tank gewohnt, dagegen ist natürlich jeder Tank groß. Aber das hier finde ich schon in Summe. Also, das ist auf jeden Fall gerade hier wieder so ein Projekt, wo ich weiß, das Ergebnis wird mich umhauen. Also umhauen im Sinne von, das war gut, so lange zu warten und es genau so zu bauen, weil ich sehe jetzt schon, dass das cool wird, so rum zu sagen. Weil wir wirklich, hat so ein bisschen was von, wir sind meilenweit von Rennsport entfernt, aber es hat so ein bisschen was für mich, wir bauen so eine komplette Tanklösung, Tankanlage, so nennen sie es glaube ich im Rennsport, ne? Mhm. Wo alles zusammen ist. Weißt du, wir können das Ding theoretisch hier am Tisch komplett fertig bauen, durchtesten und so weiter. Kabel ran, Leitung ran, ins Auto rein. Mhm. Fertig, das finde ich ja cool. Wenn ich mir überlege, bei dem alten Auto, was das, also es war die schlimmste Stelle an dem ganzen Auto, war wirklich dieser Tank, weil in die Öffnung kam man nicht vernünftig rein, weil da drüber die Hutablage ist. Das heißt, man hing immer so im Innenraum. Und es war nicht gerade im Tank. Und es war noch versetzt. Ja. Und dann so, ah, oh, nee. Vorhin hast du ja vier Pumpen gehabt im alten Auto, ne? Zwei Pumpen, ja. Ich habe alles doppelt gehabt. Zweimal Pumpe, zweimal Vorlauf. Zweimal Rücklauf, zweimal Kabel, das war wirklich, ja, in Summe vier Pumpen, genau. Da konnte er nochmal zwei Pumpen zuschalten. So, also wir sind aber noch lange nicht am Ende, weil wir haben zwischenzeitlich die Achse schon mal wieder hinten reingehangen. Das heißt, wir können den Tank jetzt gleich einmal dran halten und dann müssen wir zwei Sachen in dem Moment ausmessen. Einmal, wo wir das Ding hier festmachen wollen. Von der Theorie her, ehrlich gesagt, ziemlich egal, aber wir müssen es halt trotzdem... Ja, viel brauchen wir jetzt nicht, ne? Ich habe kurzzeitig darüber nachgedacht, ob hier hätten irgendwelche Schwallblecher rein müssen. Mhm. Habe ich auch überlegt, aber das ist doch... Ja, also wir haben ja ein großes Schwallblech, also die Pumpen saugen ja von hier, aber das ist ja schon mal... Wir haben ja eigentlich einen großen Tank mit einem kleinen Volumen und da ist noch der Catch-Tank drin. Also, das passt schon. Also viel mehr können wir dann wirklich auch nicht machen. Und wir wollen jetzt hier auch keine 2G-ohme Kurve fahren. Ja, aber nach vorne. Aber, ja, das passt schon. Von der Höhe her sind wir auch noch safe, ne? Mhm. Den höher. Ja. Ja, da ist halt hier, da war ja die Frage kurzzeitig, ob wir das Ding drunter oder drüber setzen, den Schweißflansch. Mhm. Was hättest du gesagt, schweißtechnisch? Also, wenn wir ihn, lass mal überlegen, angenommen, wir würden ihn drunter setzen, bringt auch nichts, weil egal was wir machen, die Löcher sind offen. Nee, ist nicht korrekt. Wenn wir es so machen und ihn jetzt hier verschweißen, dann werden ja die Löcher theoretisch sogar geschlossen. Dann hat man, muss man zwar wirklich immer eine Schraube on point nehmen, ne? Ich habe auch im Internet geguckt, man findet nichts dazu. Ich habe auch noch mal geguckt, aber auch. Also, wir könnten jetzt auch trotzdem noch, ich behaupte mal, selbst durch dieses Loch würde man den durchkriegen, so reinmachen. Und dann kann man ihn von unten gegenhalten und so verschweißen als Beispiel. Diese ganzen Löcher zu treffen zum Verschrauben wird dann aber schwer. Ja. Deswegen glaube ich auch, wir fahren besser. Oben drauf. Oben drauf, ne? Aber dann außen oder innen schweißen? Außen. Ja, da sind aber die Löcher wieder offen, ne? Ja. Ach, du willst es einfach so zulassen? Du musst dann eine Schraube on point suchen? Ja, die finden wir schon. Die kann man ja, das ist ja einmalig und die Gewindegänge reichen ja. Also, weißt du, weil dann könnten wir uns jetzt einfach anzeichnen, machen das dann genau passend und du kannst hier, wahrscheinlich machen wir es ein bisschen kleiner? Nee. Zum Schweißen? Mhm. Ich lauf weg. Okay, also einfach, dass du so gerade einen drauflegen kannst, ne? Könnte ich mir auch vorstellen, dass es verzugmäßig ehrlich gesagt am wenigsten ist. Oder was hast du mit Verzug? Also wir können es halt nicht, weißt du, man kriegt das halt nicht so. Andererseits ist das Ding so stabil, ich behaupte, man zieht sich. Erstens würde es, glaube ich, gerade... Man zieht sich den beim Festziehen zusammen, ne? Muss man ganz, ganz, ganz langsam... Andererseits, man sieht es ja auch jetzt schon, selbst das Blech ist jetzt ja gerade nicht 100% gerade. Hm. Das heißt, man muss es dann eh Stückchen... Aber auch nur, weil ich es hinten teilweise noch hingedrückt habe. Damit die Naht schöner aussieht. Ja, genau. Okay. Und das heißt, der sitzt dann... Oh. Das ist doch safe. Haben wir genau einen Zenti. Mhm. Also hätten wir es viel flacher nicht bauen können am Ende. Auch nicht dürfen. Welche Varianten gibt es sonst noch so? Außenrum ein Loch machen und das Ganze reinstecken, bringt gar nichts, ne? Dass du dann hier quasi auf der Kante schweißt, ne, liegt das ja alles drauf. Mhm. Das bringt gar nichts. Hätte ich jetzt natürlich stumpf oben drauf schweißen können und dann hätten wir es ja aussehen können. Also kannst du ja unabhängig trotzdem, du könntest ja einfach nur anpumpen. Also, weißt du, ich kann es einfach anzeichnen. Und da ich so geile Vorarbeiten immer mache, weil ich so motiviert bin. Mhm.
Stimmt. Wird das, wird das Zentimeterarbeit, Millimeterarbeit. Eine Sache, die wir gleich noch unterm Auto gucken müssen, ist die Höhe hier. Also wir können auf jeden Fall den schon mal dazwischen legen. Die Höhe werden wir ja mindestens haben, mal zwei und noch mehr. Also ja, das, wir werden es auf jeden Fall öffnen müssen. Ich habe auch nochmal so drüber nachgedacht. Auch der eine oder andere wird wahrscheinlich wirklich Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn wir da hinten ein Loch reinschneiden. Aber man ja, ich glaube, die werden sich auch so bei uns denken. Nee, aber ich habe nochmal so drüber nachgedacht. Weiß nicht, ich finde es auch, ich finde es, also A, finde ich, ich habe schon überlegt, ob ich noch einen zweiten Flansch bestelle. Dass wir selbst als Beispiel den, übertrieben gesagt, könnten wir auch den Flansch oben auch nochmal hinsetzen. Auf das Blech zum Schrauben. Weißt du, dass man so eine schöne Abdeckung hier rausschweißt. Könnten jetzt ja auch hier quasi in Alu reinlegen und einen Deckel drauf, weißt du? Warum? Nee, wir müssen es ja, wenn wir das aufmachen, müssen wir es irgendwie verschließen danach. Ja. Ja, wobei, das ist auch der nächste Punkt, warum eigentlich verschließen? Daneben sind auch haufenweise Deckel, ne? Und ja. Öffnung. Also vielleicht machen wir es auch einfach auf und lassen es erstmal auf und dann am Ende gibt es irgendwie eine Abdeckung, die darüber kommt. Aber Fakt ist, am Ende, es wird fürs Gewissen schon deutlich geiler sein, ach, wenn man das sieht. Um die Platte lieber aufschneiden. Ja, genau, das, da bin ich gerade. Okay. Nee, ich bin gerade dabei, das, was in den Kofferraum guckt mit den Leitungen, das müssen wir am Ende irgendwie verschließen. Aber okay. es wird schon geil entspannt sein, wenn man da von oben drauf kommt. Definitiv. Ich dachte jetzt, wir machen es auf, könnten wir aber trotzdem machen und kleben diesen Ring von unten an die Carbonplatte. Dass man da richtig geil was draufschrauben kann, dann sieht das ja schon richtig, weißt du? Guck mal, das ist dann die Öffnung, die in dem Carbonteil ist, da sieht ja auch gleich dann schön hochwertig aus. Stimmt, das Auto nicht. Nein, aber weißt du, muss man das ja gestalten am Ende. Aber da finden wir schon eine Lösung. Ich würde sagen, wir halten das Ding einmal ran, markieren diese Stelle und markieren uns an den Seiten, wo wir die besagten U-Profile ranmachen, um den Tank an den Träger zu schrauben. Dabei ist es jetzt nämlich gerade zur Sekunde auch gar nicht so wichtig, dass wir die richtige Höhe hier treffen, weil wir am Ende einfach nur dazwischen. Ich habe lange überlegt, ob wir so einen Silent-Block zwischen machen, würde ich mal. Das Problem hierbei ist, dass die können wir da bautechnisch hinmachen, weil wir müssten es irgendwie sichern, wenn die kaputt gehen, fällt der ganze Tank auf den Boden. Weil Metall, Gummi, keine Verbindung dazwischen. Das heißt, ist das einvulkanisiert, oder? Wenn, ja, aber es geht trotzdem ab. Nee, ich war nur eine Frage. Wieso? Also kann irgendwann mal abgehen. Das heißt, wenn, dann müsste man wieder einen Rahmen drumherum machen, dass die zwar hier halten, wenn sie aber kaputt gehen, der Tank nicht runterfallen kann. Und dann habe ich überlegt, scheiß drauf, dann können wir auch einfach durchbohren, machen ganz normal eine lange Schraube und machen dazwischen irgendein Element, was wir einfach festziehen. Mhm. Das heißt, das ist ganz easy going. Ja, komm mal, das ist lange Rede. Ein bisschen was schaffen hier. Guck mal. Ich finde ihn auch ehrlich gesagt noch erstaunlich leicht. Ja, ich durfte es ja in 2 Millimeter machen. Gott sei Dank. Alter, was hat denn das für. Welcher Profi hat denn das vermessen hier? Also hier mal auf jeden Fall an der Stelle. Hier haben wir schon mal einen Halter, der ist perfekt. Er ist on point. So. Da können wir hier einfach eine Lasche ranmachen und schon ist der dran. Hier haben wir ehrlich gesagt noch ein weiteres Gewinde. Da könnte man auch ranschrauben. Das ist gar kein Gewinde. So. Außer so ein bisschen Verkleidung. Aber guck mal, wie viel tiefer wir eigentlich. Also, wenn wir von hinten gucken, wann sind wir auf Diff-Höhe? Oh, weiter. Warte. Du kannst noch weiter runter. Jetzt, und du bist schief. Du musst da höher. Ja, so, das ist ungefähr die Höhe. Diff-Höhe. Ist schön, wir sehen es ja auch hier an der Seite. Ich kann es nicht perfekt halten. So. Ja. Ich würde mal fast ehrlich gesagt behaupten, wir kommen doch ehrlich gesagt am Unterboden vorbei, oder? Du meinst, dass wir gar nicht schneiden müssen? Ja. Ja, guck mal, wie Platz hier ist. Ja, das schon, ja, aber. Hand. Ja, aber warum willst du es jetzt auf Krampf verstecken? Ich will es nicht verstecken, aber dann brauchen wir uns den Stress nicht machen. Weißt du? Stress. Also, klar, die Platte ist hier relativ einfach aufgemacht, aber. Ich denke, da muss man Event irgendwie gut rankommen, ne? Also. Ich glaube nicht, dass er ran muss. Also ein Nachteil ist natürlich, jetzt gerade würde man denken, ach ja, komm her, nehmen wir schnell den Tank ab, ist ja ganz easy. Dann wird aber, ich weiß es ja jetzt schon, ein Unterfahrschutz hier komplett runter sein. Also komplett und du kommst von oben nicht an die Pumpe. Deswegen unter dem Aspekt ist es schon. Und Spaßgewicht, weil es kaum was rausschneidest. Darf man nicht vergessen. Was bist du da schon mit deinen Fingern aus? Ey, wirklich. Mal einmal ranhalten. Das ist so brutal. So, weil wir haben ja auch, wir können ja eh nicht zu hoch, ne? Weil wir müssen ja die Leitung noch durchkriegen. Also A würde ich sagen, wir gehen einen Tuck nach hinten, dass es nicht zu stressig ist.
Und ehrlich gesagt, damit wir die Leitung rauskriegen, sind wir ja eigentlich eh schon so hoch. Also ein Loch reinmachen kann man unabhängig am Ende immer noch. Mhm. Aber wir müssen ja auch mit der Leitung hier weg. So, und hier zu der Seite müssen wir ja auch noch zum Einfüllen. Okay, lange Rede. Ich würde sagen, als allererstes machen wir Folgendes. Wir machen den Search-Tank da mal rein. Was haben wir? Den Catch-Tank da oben rein. Ja, ich lauf. Das ist am einfachsten. Achso, wir müssen ja hier noch aufschneiden. Was müssen wir? Aufschneiden, um den Catch-Tank da reinzumachen. Ja, gib mir mal einmal die Kamera. Ich zeige euch nochmal was. So, und zwar... Warte mal, hier erstmal meinen Finger finden. Hier so sitzt der Tank drin. Und da oben seht ihr den Einfüllstützen von dem originalen Tankdeckel. Weil das kommt nämlich noch als letztes. Wir zittern von hier oben eine Leitung einfach durch an den Tank. Das heißt, wir können einfach den Tankdeckel aufmachen und dahinter sind die Anschlüsse zum... Dass an der Lage nichts auffällt. Das war einfach wirklich hammerhart mit Tankdeckel auf hier und einfach mit der Leitung in den Tank rein. Das ist auch easy going. Ich würde vorschlagen, da wir auf der Seite sowohl den Einfüllschützen haben, den es noch nicht gibt, ist einfach nur eine Platte, wo wir halt dementsprechend Gewinde ranmachen, Gewinde reinmachen, Hohlschraube, wie auch immer, als auch die Entlüftung, die geht logischerweise auch zum Tankdeckel oben. Das heißt, die beiden gehen dann hier so raus. Macht jetzt ja keinen Sinn, das nach da zu machen, wenn wir hier hin müssen. Mhm. Weißt du, dann kommst du hier wieder an den Kabeln vorbei und so weiter. Deswegen, das würde ich schon genau so machen. Und ehrlich gesagt, haben wir eben gerade festgestellt, wir können es auch genau mit der Mitte machen. Also ich würde behaupten, wir können das Ding wirklich, ehrlich gesagt, genau in der Mitte, in der Mitte von dem Tank machen und fertig. Schätzt, wie lange reicht der Tank? Kannst du ja ausrechnen. Also angenommen, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das 30 Liter sind. Angenommen, ich fahre jetzt Ethanol. Ich habe meinetwegen 3000er Düsen, die voll angetaktet sind. Das werden dementsprechend 2000 PS sein, wenn man jetzt mal einfach mal rechnen kann. Mhm. 3000 mal 6 sind 18 Liter die Minute Volllast. Du fährst Volllast nur in den oberen Gängen, das heißt, du kannst mit 30 Liter da drin, kannst du ohne Probleme wirklich 2 Minuten Volllast fahren. Mhm. Und 2 Minuten Volllast ist das, was du an so einem ganzen Wochenende fährst. So eine halbe Meile Lauf sind 15, 20 Sekunden, wovon du erste, zweite, dritte Gang ja überall gar nicht die Menge an Sprit ziehst. Ne? Eine einzige Sache gucke ich mir noch an, und zwar das Loch, was wir in die Carbonplatte machen, ob da irgendwo eine Erhöhung ist, die besser oder schlechter passt. Und dann legen wir es einfach fest, zeichnen es an, bohren auf, machen Loch und schweißen fest. Und dann können wir den Tank schon anhalten. Also eigentlich erst Carbonplatte bohren, von oben gucken, ausrichten, fertig. Ne, die bohre ich als letztes. Ich gucke erstmal einmal auf die Platte. Kurzer Tipp, jeder, der denkt, weil ich hatte das Gespräch gerade kurz mit Tom, für diese riesen Durchmesser schnell eine Bohrkrone holen, nehmt euch einfach einen Akkuschrauber, bohrt da kurz rein, wie ihr gerade in den Poren gesehen habt. Das hat, keine Ahnung, 3 Minuten gedauert. Also ich glaube, eine Bohrkrone in der Größe holen, hätte länger gedauert. Ernsthaft? Ja, heute ja. So, nee, das geht wirklich schnell. So, ja, nee, also wenn du jetzt hier eine Naht drauf zitterst, wird das schon ganz sexy aussehen. Da gebe ich dir recht. Mhm. Ob meine Naht auch sexy aussieht, ist ja diese Frage. Du machst das schon. Gut, so, das wollte ich gerade nur bringen. Alles gut, Tom. Hier haben wir schon unseren Füllstandsensor dran. Ich glaube, ich habe es jetzt schon so gelobt, aber ich habe wirklich noch lange nicht mehr was zusammengebaut, was am Ende einfach so funktionell ist. Vor allem, Alter, wie viele Tage, Wochen, Monate, vor allem wie viele Versionen von einem Tank, von einem Halter, von einem Pumpenhalter ich hier schon rumfliegen habe. Ne? Mhm. So, und irgendwann durch Zufall wirklich über die Internetseite gegangen. Und ja. Und dass zufälligerweise hier 2 Brushless-Pumpen reingehen, ist ja eigentlich auch schon ein Zeichen. Ne? Ein Zeichen. Das sieht schon, wenn Alex den jetzt noch schwarz eluxiert, sieht das schon saftig aus. Vor allem, mal ganz ohne Flachs, ne? Das ging jetzt ja auch wirklich schnell. Also, wenn man sich überlegt, wie viele Anschlüsse man hier noch anschweißen müsste für Sprit rein, raus, Pumpen, Halter, dies, das. Stecker, andere. Steckverbindung suchen für Pumpen und so einen Scheiß. So, das heißt, wir machen jetzt ja wirklich nichts mehr, außer hier noch einen Anschluss drauf zum Befüllen und links, rechts EU-Profile dran für die Höhe und vielleicht noch hier direkt einen Halter dran für die Spritfilter. Mhm. Aber selbst da gucken wir mal, wo die später einfach hinkommen. Ne?
Eine letzte Sache, bevor ich mich an die B-Tankung mache, weil mich reizt das wirklich in den Tankdeckel, da so ein Alublech reinzuklemmen, ne? Ich würde gerne einmal ausliedern. Mhm. Ich hatte ja so grob ausgerechnet, es müssten irgendwas knappe 30 Liter sein. Komm, wir gehen mal in die Garage. Aufpassen, hier ist noch offen. Gehen wir in die Garage und machen Wasser ein. Achso, ja, genau. Hier ist noch offen und dann können wir auch gleich schon mal so grob gucken, ob er dicht ist. Ja. Da habe ich ja nur offen gelassen, dass der Druck geht, weil ich kann, weil das Loch ja noch nicht drin war. Ja. Wir machen am Ende natürlich noch einen Drucktest, also Wasser plus Luft rein. Dann sehen wir genau sofort, ob er überall dicht ist. Willst du den Druck reinmachen? Ja, ganz bisschen. Weißt du, wie das dann aussieht? Wie der da vorne von... Ja, ich will ja keine 10 Bar reinmachen. Es gab so ein, zwei Kommentare letztes Mal schon, ob wir das so lassen. Weil jetzt haben wir natürlich die gefährdete Stelle, die Schweißnaht, genau auf Kante. Das ist natürlich auch die Stelle, wo der Tank am ehesten mal so arbeitet. Weil er kann sich ja immer ein bisschen aufblähen, zusammenziehen, minimal. Warum sollte er so das? Eigentlich hat er eine Lüftung drauf, ne? Ja. Sehe ich eigentlich auch so. Und es fühlt sich eigentlich auch echt... Also da würde ich jetzt keine Rundstrecke so mitfahren, aber das bisschen geradeaus fahren, wenn der hier gelagert ist, ne? Why not? Fürs Gewissen könnte man hier noch so kleine Laschen draufsetzen. Mhm. Wie man es bei einer Ansaugbrücke macht. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt gerade überlege... Wir haben ja auch schon Ladeluftkühler einfach so, nur geschweißt, wo ja wirklich Druck hinter ist. Hier ist ja noch nicht mal Druck hinter. Guck dir Marius alten Ladeluftkühler an, der auf dem Prüfstand geplatzt ist. Ja, aber da reden wir dann von ständig 2 Bar, 0 Bar, 3 Bar, 0 Bar, 1 Bar, 3 Bar und so weiter. Und nicht hier. Und nicht wie nochmal? Und nicht hier so ein bisschen. Ja, gehen wir einmal zum Wasserhahn und machen hier mal ein bisschen Wasser drauf. So, alter Sahara-Trick. Hier draufstellen. Knappe 4 Kilo. Also mit Haltern und Ei am Ende 4. Finde ich eigentlich okay. Ist jetzt nicht wenig, aber jeder Tank wiegt ein bisschen was. Mhm. Und 4 Kilo. Und auch, was also, der originale 10? Ja, der originale Tank wird. Nee, mehr. Das fette Plastik? Ja, dieses Plastikding wird eher 15 oder so wiegen. Ne? So, und jetzt nullen wir das Ganze einfach und jetzt wissen wir am Ende, wie viel da reingeht. Also, wir haben ungefähr 14 Liter in dem Bereich. Wo warst du zum Schweißen? Wo hast du hingebracht? Das hier nehme ich selber mit. Okay, aber bis 30 ist noch ein bisschen. Digga, der Typ hat es ja nicht alle wirklich die letzten Tropfen mal rausholen. Kannst du mal da ein Tüpfchen runterdrücken? Bei mir? Das, falls hier eine Luftblase ist, dass hier einmal so. Mehr kommt nicht. Ist glatte 28. Die letzte Luftblase rausholen. Schaltet einfach ab, bitte. Jetzt sieht man aber ein bisschen, dass wenn man den Tank nicht waschen würde, wenn man denkt hier, das reicht so, sieht man aber schön die, dann doch wie ein bisschen Alu-Spänen und so immer sind, ne? Ja, ja, frisst die Pumpe weg. Sieht man. Zieht die weg, ne? Zieht die weg. Ja, zieht die weg. Nee, ich glaube, das ist ein Schmierstoff, ne? Ach so. Das ist das Aluminium, was schmiert. Ja, ich glaube auch. 28 Liter. Passt. Also natürlich, jetzt mit dem ganzen Catch-Tank, den Pumpen und so weiter drin, wird es ein Liter weniger sein, 27 Liter. Aber 27 Liter, die wir voll nutzen können, weil die 27 können wir ja wirklich komplett in Anführungsstrichen leer fahren, bis der Catch-Tank wirklich leer ist. Das geht schon. Alles gut. Das reicht vollkommen. Wäre jetzt nichts für ein Straßenauto, aber fürs Eventauto muss man auch immer realistisch sein. Je weniger du mit dabei hast, je ungefährlicher ist es. Ja, klar. Ja, so, das durchschweißen und als nächstes machen wir erstmal mit der Befüllung weiter. Das war auch eine ziemlich einfache Geburt. Ich zeige euch das mal. So, normalerweise ist hinter der Tankklappe die Gummimofete, wo hier der Rüssel durchkommt. Jetzt nicht mehr, weil jetzt machen wir einfach dieses Blech hier hin. Ist ganz easy. Schnellverschluss, Dash, haben wir bei uns im Sortiment, so Schnellkupplung. In dem Moment, wenn man was draufsteckt, öffnet sich das hier drin und man hat einen Durchfluss. Das geht natürlich auf der anderen Seite nicht, weil ich als Tankentlüftung natürlich dauerhaft einen Durchfluss brauche. Diese Tankentlüftung, hatte ich euch ja im letzten Video schon gezeigt, hat an dem Radium-Catch-Tank direkt einen Anschluss dafür, wo auch ein Überrollventil dran ist. Das heißt, wenn das Auto auf dem Dach liegt, fällt eine Kugel runter und hier kommt nichts raus. Deswegen kann man die offen lassen. Da muss man zwar hier so noch eine kleine Schlaufe reinlegen, dass nichts rausschwappen kann und so. Aber das ist relativ einfach. Das heißt, wenn ich jetzt tanken will, was ja häufiger vorkommt. Also als allererstes schraube ich jetzt die Platte hier so hinter. Vorher lasse ich sie allerdings noch einmal schwarz machen. Finde ich aber optisch dann so ganz geil. Und hier noch so einen kleinen Einstellstift dran. Und dann geht die Klappe auf. Ich finde, sowas sieht ja immer so geil aus. Ja, vor allem so easy, ne? Ja. Weißt du, wir tun so, als wenn das so eine Raketenwissenschaft hier gerade war, aber es hat genau 5 Minuten gedauert. Auf jeden Fall einfach nur die Schläuche, die wir haben, ran
Und hier in dem Fall muss ich dann leider kurz einfach nur einen Dash 6 draufdrehen, weil wir machen es beim Betanken ja mal folgendermaßen. Den drauf, hier ist eine Pumpe in unserer Tankanlage, die pumpt und wenn der Tank irgendwann voll ist, kommt es hier wieder raus. Das heißt, man muss beim Tanken auch nicht darauf achten, dass es überläuft, wie auch immer, weil alles, was hier rauskommt, läuft einfach in den Tank wieder zurück. Das heißt, man steckt das Ding einfach an, lässt ihn laufen, macht hier vielleicht einen durchsichtigen Schlauch dran und sobald hier wieder was rauskommt, weiß man, der Tank ist wirklich randvoll bis zum Anschlag. Eigentlich schon zu voll, weil es natürlich auch in der Lüftung in dem Moment steht, aber dann lässt man das Auto kurz laufen, der verbraucht so viel, das geht ratzfatz. Mhm. Ich habe doch hier irgendwo auch die Betankung. Ach, hier liegen sie, guck. Ha. Unser Betankungsschlauch, ganz einfach, zack, fertig. Ja. Man muss natürlich schon, weil das also das Ding hat richtig eine Zulassung, da ist natürlich schon ein bisschen Schmackes hinter. Deswegen muss ich dieses Teil schon richtig, ich denke mal, ich werde es von hinten, zwei Löcher habe ich. Nee, die sind mir zu riskant, die Löcher, ich denke, ich werde es verkleben, komplett. Rauskriegen tut man es immer, weil man einfach mit einer Schnur hier lang schneiden kann. Aber wenn das flächig verklebt ist, weil sonst habe ich Angst, dass das ratzfatz verbeult und so weiter. Ja, ja klar. Und von hier aus, von hinten jetzt einfach mit einer Leitung an den Catchtank. Und ready! Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Nächste Video, Sonntag, keine Ahnung, mal gucken. Ehrlich gesagt ist jetzt der Moment gekommen, wo ich mich ganz in Ruhe, glaube ich, dieses Wochenende mal um dieses Wirrwarr hier kümmere. Weil jetzt, wo wir Zentralausrücker geklärt haben, kann ich final hier alles zusammenbauen. Wir können das reinhängen, wir können den Tank reinhängen, wir können die Kardanwelle anbauen. Das heißt, wir können den Rest vom Auspuff bauen, Rest vom Kabelbaum anschließen und noch ein paar Kleinigkeiten. Ne? Ja. Wird langsam, ich bin gespannt. Lasst euch überraschen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.